Achtung! Alles, was folgt, ist immer und jederzeit ernst zu nehmen, entstand einzig aus Neid und Eifersucht, weil ich noch nie Sex, Erfolg und oder Geld hatte. Bevor es losgeht, nicht wundern, das hier werdet ihr in nächster Zeit öfter sehen. Meine Streams und Videos werden aktuell nämlich von notebooksbilliger.de und Nvidia unterstützt, von denen ich auch eine affengeile GeForce RTX 3080 Ti bekommen hab. Die rennt wie das Sau. Und wenn ihr die in Aktion sehen wollt, dann schaut einfach bei meinen Streams vorbei. Alle Infos und Links zur Grafikkarte und den Streams findet ihr in der Beschreibung. Danke notebooksbilliger.de, Nvidia und an dich, Jan, du geile Sau. Jetzt geht's aber los. Banane, Spaßbringer, Ernährer, Lustbube unter den Obsten. Was? Heute ist gar nicht fahrlos Freitag. Heute ist Heider-Hated Samstag? Na dann los. Heider-Hated! Heißgeliebte La Familia, heißgeliebte Pansen und Pansinchen. Das letzte Heider-Hated ist ja schon eine ganze Weile her. So eine ganze Weile, dass genügend Zeit war, dass mir so einige Drecksdeppen doch den ein oder anderen Vollrotz geschrieben haben. Wir wollen doch nicht, dass du es wagst, etwas zu bereuen. Irgendwie erinnerst du mich an meine liebe Mutter. Angelina Jolie Boyd ist deine geborene Frau, richtig? Hollywood, sie alle sind es, richtig? Abonnent des Monats. Aber um solche geistigen Lehrgüter soll es heute gar nicht gehen. Die war mir nämlich nicht dumm genug. Aber dann habe ich die perfekte Kandidatin dafür gefunden. Sie hieß Katharina, war ein Weibe von 18 Jahren gar, mochte die filmischen Erzeugnisse des Hauses Disney und hatte sogar einen nie benutzten Telonym-Account. Ihr echtes Profilbild zeige ich hier natürlich nicht. Stattdessen nehmen wir einfach diese Scheibe Brot. Macht auf Intellektebene eh kaum Unterschied. Wer sich jetzt fragt: Heider, du alte Rektalspülungsterminvereinbarung. Was hat denn diese Frau denn getan? Dem kann ich nur sagen, ich weiß es nicht. Also ich meine, ich weiß es wirklich nicht. Aber sie war sehr, sehr wütend, denn... Naja, es gibt ja da den Brain Pain Podcast von mir, der Esel zuerst und Klängern. Ist das der beste Podcast aller Zeiten? Hell yeah, sind wir witzig, intelligent und charmant? Hell yeah, ist das Schleichwerbung? Eher vielleicht, aber irgendwas in irgendeiner unserer Podcast-Folgen muss Katharina so wütend gemacht haben, dass sie mir folgende schrob. Und ja, schrob ist die fünfte Vergangenheit von Schreib mir, Ficker. Manchmal frage ich mich wirklich, ob du irgendwelche Gottkomplexe hast. Ich? Gottkomplexe? What the fuck? Wieso? Ich meine, sind wir witzig, intelligent und charmant? Oh, ja gut. Aber dafür bin ich schon mal übers Wasser gelaufen, ne? Nee, Moment, das war Jesus. Wie kann man sich so ekelhaft über andere lustig machen? Das liegt an meinem kleinen Penis. Aber auf dich trifft das Clique ja am besten zu. Clique? Das... Clique. Ja, und an dieser Stelle habe ich dann gemerkt, dass es die Katharina jetzt nicht so mit den gängigen Gehirnfunktionen hat, ne? Oh, Katharina, du Spaßmacherin. Ich weiß ja, deine Denkmühlen malen langsam. Das war auch kein Problem, du hast ja mich, deinen besten Freund Germanistik, Heider. Also, du meintest natürlich nicht Clique, sondern das Wort Klischee. Und das wiederum bezeichnete früher den Begriff Hauskleidung, wie zum Beispiel Morgenmantel, Nachthemd oder Pyjama, wogegen heute darunter elegante oder erotische Reizwäsche verstanden wird. Halt mal, das war das Negligé. Scheißegal, Germanistik, Heider, Auta! Kleiner Mitvierziger, der immer noch bei Mama wohnt und nix selbstständig auf die Reihe bekommt. Ja, also Katharina, jetzt mal ganz ehrlich. Erstens bin ich 39, zweitens gehört das Haus mir, drittens hat meine Mutter noch Wohnrecht und viertens hüpft sie mir täglich in die Unterpumpe. Das ist nämlich in meinem Alter gar nicht so leicht. Hauptsache, man kann Klängern die Eier lutschen, um minimal relevant zu sein. Okay, wow, 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 Katharina. Ich mach vieles. Aber ich lutsch ganz bestimmt nicht Klängerns Eier. Ich saug da eher so sachte dran, ne? Also so wie an einer Zitze von einer Babykatze. Dich sollte man wegen Volksverhetzung anzeigen! Volksverhetzung also? Naja, also Volksverhetzung ist schon ein starkes Wort, Katharina, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Volksverhetzung bezeichnete früher nämlich den Begriff Hauskleidung, wie zum Beispiel, ja, Grutze, fix, vermischt man denn dauernd die scheiß Wikipedia-Definition von Negligé in meine Unterlagen? Barney, warst du das? Vielleicht. Wie dem auch sei. Vielleicht haben wir uns allerdings in der darauffolgenden Podcast-Folge so ein bisschen über die liebe Katharina lustig gemacht. Und vielleicht war dann die liebe Katharina noch so ein bisschen mehr sauer auf uns. Du bist so ein widelriecher Knecht. Denk nicht, dass ich euren hingefickten Podcast höre. Das wird mir zugesendet und du kleiner Mochtegern antwortest darauf, wenn so ein 1-Millionen-Abo-Q-Tuber mit dir im Talk ist und dir 1000 Leute zuhören. Hauptsache Witze über Volksverhetzung machen. Das ist ja absolut lächerlich, ganz ehrlich. Und außerdem hast du so viele Videos gegen andere YouTuber, dass
du sowas von dazugehurigt, du Zwerg. Und 3S ist nix schlimm daran, sich IBFs zu suchen. Aber Hauptsache über alles lächerlich machen, um seine eigene Knechtheit zu verberzen. Aber natürlich, Katharina, wenn sich der Heider, der alte Q-Tuber, mal wieder eine Woche nicht wäscht, nennt ihn nicht nur seine Mutter ein Wiedelriecher. Allerdings hat er bis heute noch nicht geschafft, seine eigene Knechtheit zu verberzen. Da gehurigt schon mehr dazu. Und das weißt du auch, du absoluter Gehirnzwerg, du. Und dann hat sie mir irgendwelche Likes auf irgendeiner Deppen-App gezeigt und gesagt... Und du willst mich lächerlich machen? Zeig mir eine Person, die dich hübsch findet, du Frodo-Schneewittchen-Verschnitt. What? Ich meine, Frodo ist sehr klein und Schneewittchen hat länger der... Ja, okay, den gebe ich dir. Pass lieber auf, was du machst. Ich weiß, was du auf deinem vermüllten Twitch-Account machst. Ich schwöre dir, ich zeig dich an! Eine Anzeige gleich. Da fehlt ja nur noch, dass du eine Insta-Story machst in der... Geht auf seinen Twitch- oder YouTube-Kanal und lass bitte Dislikes da. Die machen sich in ihrem Keck-Podcast über mich lustig. Jeder, der gemacht hat, dem antworte ich. Wo fange ich an? Vielleicht, dass du Dislike mal richtig und mal falsch schreibst oder dass man auf Twitch keine Daumen nach unten geben kann oder mit der Frage, was du den Leuten denn antworten willst, wenn sie mich disliken. Vielleicht, dass sie ab jetzt nie wieder ihre Knechtheit verberzen müssen? Ja, aber das war der Katharina nicht gut genug. Der Katharina ist ja nie irgendwas gut genug. Dann hat sie nämlich auch noch den Klängern angeschrieben. Ich sag dir ehrlich, dass ich mega enttäuscht von dir bin. Dachte, du wärst der Vernünftige von euch beiden Deppen. Aber du machst dich genauso lustig wie Heider. Ich hab echt Mitleid mit so Tieren wie euch. Über was mache ich mich lustig? Über Dinge wie beispielsweise Volksverhetzung, dass ihr beide mit euren Hass ganz klar betreibt. Jedes 2-Video von dir geht gegen irgendeinen YouTuber. Ich glaube, du hast sehr, sehr lange kein Video mehr geguckt. Wann kam bei mir das letzte Video über einen anderen YouTuber? Sehe ich so aus, als würde ich mir deinen Müll anschauen? Er will doch nicht zurückgeblieben werden. Fuck you. Ja, nicht, dass du uns noch zurückgeblieben wirst, Katharina. Das wäre ja was, wenn das passieren würde. Was aus Katharina wurde, warum sie plötzlich auf Netflix steht und wie sie seit März 2021 um ganze 2 Jahre altern konnte, das wissen wir nicht. Manche sagen, sie hat zu viel am Wiedel gerochen. Andere sagen, sie wollte eigentlich nur ihre Knechtheit vollständig verberzen. Wichtig ist eigentlich nur... Bald ist wieder Phallus-Freitag! Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Klickt euch gerne in diese Videos rein. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar und ein Like da lassen, aber vergesst niemals. Quäle nie ein Tier zum Scherze, sonst deine Knechtheit bald verberze. Macht es gut. Bis bald und Heider out! Gute Schüttellähmung. Ganzes Zimmer explodiert.